Ich denke, die Diskussion über diverse Teams müssen wir nicht mehr führen. Wir wissen, sie arbeiten kreativer, sie treffen die ausgewogeneren Entscheidungen. Und dennoch ist bei uns allen so viel Luft nach oben. Ich freue mich auf einen Abend voller sicherlich kleinerer Erfolgsgeschichten, aber ich freue mich auch über Geschichten des Scheiterns. Wo ist die Verlockung der Homogenität so groß, dass man sie dann doch eingeht? Aber auch, wo liegt die Herausforderung? Wie viel Arbeit macht das? Denn Diversität ist Arbeit. Sie erzeugt Reibung. Sie ist nicht einfach. Es ist nicht der leichteste Weg. Ein wirklich interessanter Abend erwartet uns. Ich freue mich, dabei zu sein. Vielfältige Teams sind nicht nur intelligenter, sie kommen auch auf nachhaltigere Lösungen und erreichen vielfältigere Kundinnen. Doch was braucht es eigentlich, um die Vielfalt nicht nur anzuwerben, sondern sie zu binden, wirksam werden zu lassen? Ich glaube, eine Beschäftigung mit den Bildern in unseren Köpfen, mit unseren Abläufen, Strukturen, Regeln und vor allem mit einer Menge Mut zum Andersmachen. Hallo, beim Thema Chancengleichheit spreche ich gleich mit zwei Herzen. Das eine ist mein persönliches Engagement am Christopher Street Day, wo ich mich jeden Tag für die Gleichbehandlung aller Menschen in allen Bereichen einsetze. Und als Geschäftsführer und Betriebswirt betrachte ich Deckungsbeiträge und Gewinne. Und an der Stelle wundert es mich, dass die meisten Unternehmen das Thema Chancengleichheit nicht betriebswirtschaftlich oder nur halbherzig angehen und dabei auf 20% oder 30% Effektivität ihrer Mitarbeiter verzichten. Ist das nicht ein bisschen teuer? Diversity, ein spannendes Thema für einen Kulturwandel. Wir in der Logistik leben von der Vielfalt und genau darüber möchte ich mit Ihnen sprechen. Ich freue mich drauf. Arbeitswelten verändern sich, Netzwerkstrukturen bilden sich und die Arbeit wird flexibler. Das erfordert neue Denkweisen in der Zusammenarbeit und in der Führung. Als Techniker Krankenkasse stellen wir uns diesen Herausforderungen. Das erfordert auch, dass gleiche Arbeit gleich bezahlt wird. Für uns eine Selbstverständlichkeit. Lassen Sie uns gemeinsam diskutieren beim nächsten I2B-Meetup. Ich freue mich drauf.